So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und Frost hat gerade einen Enderman in unserem Haus entdeckt. Hast du ihn erledigt oder? Keine Ahnung, er ist akku geworden. Flutscht er hier munter in der Gegend rum? Bestimmt. Ja, schauen wir mal, ob wir ihn nicht irgendwo finden. Andy. Saufi. Ich glaube, ich ernte mal unsere Felder wieder ab. Was ist denn das für ein Wassertunnel? Och, mir war langweilig und wir hatten damals noch ziemlich viel Kobble. Hallo, Creeper. Da unten ist ein Creeper? Zwei. Drei. Auf. Sind immer mehr. Mal kurz gucken, wo er denn wieder ist. Was er wieder anstellt. Ist er gekillt. Ah, ja. Sehr gut. Ausgezüchtet. Ja. Was ist das? Creeper-Kopf. Oh, cool. Gleich mal aufsetzen. Ja, was ich machen wollte, ich wollte nach diesem lilanen Holz mal schauen. Und dazu muss ich erstmal durch das Portal. Dann kommen wir bei Yasha raus. Und von Yasha laufen wir über unsere wunderschöne Brücke, die erst zwei Stockwerke oben drüber irgendwie anfängt bei ihm. Was ist hier? Hier geht's los. Du kochst dich erstmal eine Runde, finde ich gut. Ja. Ich hätte mein Jetpack vielleicht nochmal aufladen sollen, bevor wir losgehen. Das wäre von Vorteil gewesen, aber jetzt ist danach. Da würde ich sagen, wir gucken mal im Dschungel vorbei, sobald ich meine Axt geholt habe und die Diamanten verstaut. Mal gucken, ob wir dieses lilane Holz finden. Okay, ich baue in der Zwischenzeit eine Kleinigkeit für dich. Für mich? Oh, das finde ich aber süß. Was denn? Verrat mal. Mit einer Überraschung. Okay. Genau, Diamanten. Verstauen. Hier müssen unbedingt noch Leitern und Treppen rein in meinen Turm. Ich weiß. Weil sonst wird es, ein bisschen schwierig, das richtige Stockwerk zu treffen. Das verstauen, die Diamanten verstauen. Das packe ich nachher weg und die Axt holen. So, und dann gucke ich mal im Dschungel vorbei. Der zum Glück so ziemlich direkt vor meiner Haustür ist. Hui! Glück gehabt, ne? Ja, ist perfekt. Aber ich sollte vielleicht nicht zu viel fliegen, sonst komme ich nachher nicht mehr hoch und muss den ganzen Weg zurücklaufen, weil mein Jetpack leer ist. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie der Creeper-Kopf aussieht. Sieht klasse aus. Ja. Blub. So, gucken wir mal. Hüpf. Ah. Mit diesem Jetpack hüpft man so hoch, dass manchmal einfach drei Blöcke auf einmal überspringt, obwohl man das gar nicht möchte. So, aber ich glaube, ich habe schon ziemlich erfolgreich alle Bäume dieser Sorte gefällt. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Hüpf. Kühe mit einem Creeper-Hut, die erschrecken mich jedes Mal. So viel Angst vor denen? Nein, aber ich mag Creeper einfach nicht. Oh je, ich glaube, mit dem Rückweg wird es schwierig. Das ist doof. Ein Haufen Dschungel, Holz, Jungle Wood, aber kein lila Holz in Sicht. Aber jetzt kann ich mir diese Höhle mal kurz. Das mache ich, wenn mein Jetpack wieder voll ist, sonst komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus. Ein super Wetter. Kein lila Holz in sich, das ist ärgerlich. Da drüben vielleicht. Hallo Creeper. Boom. Und Enderman im Regen. Ich glaube, das tut ihm nicht so gut. Er ist tot.
Er ist tot, Jim. Ich sehe nichts, was für mich von Interesse wäre. Deshalb Rückweg zum Turm. Ich muss dieses Chatpack jetzt mal kurz wegmachen aus meinem Inventar, aus meiner Ausrüstung. Bis ich mich hier einigermaßen normal bewegen kann, dass es nicht gleich leer ist, weil hier würde ich jedes Mal springen. So, eine Runde schwimmen. So. Da hoch, da hoch. Da hoch, da durchkämpfen. So. Hallo, Skelett. Kann ich eigentlich von hier aus... Na komm schon. Hör auf, dummes Skelett. Und tschüss. So, dann wäre ich wieder hier. Jetzt kann ich das Jetpack wieder anlegen. So. Und dann über die Brücke. Zurück zu Yashas Turm. Die Brücke haben wir übrigens komplett im Survival gebaut, also nichts mit Fliegen oder unendlichen Rohstoffen oder irgendwas, nein. Die ist dann komplett in... Doch mit Fliegen, mit Jetpack, oder? Ja, klar. Aber hast du mal versucht, mit so einem Jetpack stabil auf der Stelle zu schweben? Schwer. Richtig. Gut, mit der Jetpack ist es relativ noch machbar gewesen, so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Das ist doch nice. In der Tat. Es donnert. Und schwupp. Bin jetzt erstmal Jetpack laden. Rein damit. Ein bisschen warten. Mit ein bisschen Musik. Nein, Radio. Radio. Das Chatback ist auch schon wieder voll. Deswegen machen wir das Radio jetzt wieder aus. Ja. Haben wir noch irgendwas geplant im Moment? Ich baue dir was. Du baust mir noch was? Gut. Dann guck ich mir doch mal diese Höhle an, die ich mir angucken wollte. Die ich da hinten markiert hatte. Das heißt, die Strecke jetzt nochmal schön zurücklaufen. Yay. Das ist nur ein halber Kilometer, von daher. Locker zu schaffen. Wieder über die Brücke. Die zieht sich schon ziemlich, oder? Ja, ein bisschen. Ich glaube 250 Meter ist sie lang. Kann mich aber täuschen. Kann auch ein bisschen mehr sein. So, und von da aus... Machen wir uns mal ein Portal da nach unten. So. Und eins hier hin. Und mit Schwung durch. Tada. Und jetzt schauen wir mal, was es in dieser Höhle Schönes gibt. Ach, ich fliege jetzt einfach mal rüber. Das Jetpack ist ja wieder voll. Ist das schön, wenn man fliegt, diese Ruhe. Oh. Kein Regen. Okay, jetzt fängt es wieder an. Schauen wir mal. Gleich da, gleich da. Geduld, meine Damen und Herren. Ups.
So, da ist die Höhle. Ziemlich tief, wie man sieht. Ah, vielleicht gibt es hier was Interessantes am unteren Ende. Wir machen hier erstmal etwas Licht. Noch ein bisschen Licht. Hey, hoch da. Licht, lieber Licht. Sollen wir sehen? Okay, es gibt ziemlich viel Eisen. Das nehme ich doch gleich mal mit. Eisen, Eisen, Eisen. Dann, was haben wir denn hier noch? Amber. Ah, ich weiß immer noch nicht, wozu der gut ist. Earth-Infused Stone nehmen wir doch auch mal mit, wenn wir schon hier sind. Zinnerz, natürlich, immer her damit. So. Noch mehr Eisen. Ja. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen. Mehr Eisen. Was das? Nicht ganz. So, das war alles. Kohle! Und. Ach, das ist der Waypoint, den ich gesetzt hatte. Ich hätte schon gedacht, was ist denn das für ein komisches grünes. Ey! Hinten anstellen eine Nummer 10. Blöder Zombie. Bist du vom Zombie attackiert? Ja, von hinten. Hinten. Von hinten. Nein, das ist kein dummer Witz. Es war wirklich so. Oh, ich sollte mal was essen. Chris. Oh. Der mampft halt erstmal 3 Laiber Brot. Das mache ich auch immer zum Frühstück. Wenn es ihm schmeckt, lass ihn doch. Ja, gut. Oh, wow, wow, das ist eine große Höhle. Aluminiumerz. Ich glaube, ich habe gar nicht genügend Fackeln dabei. Dass ihr hier unten was seht. Blei. Blei, jede Menge Blei. Ah, was noch? Zinn, mal wieder. Alles mitnehmen. So. Lilan. Lilan. Lila. Kann ich mal reden. Lila glühende Steine. Okay. Her damit. Uran. Sehr nice. Monazit. So. Ein Creeper. Du bist noch unterwegs? Ich bin noch unterwegs. Boom. Das war der Creeper. Mehr Blei. Oh, die Höhle ist echt groß. Ich fürchte, ich muss demnächst rumdrehen, weil ich mich sonst entweder verlaufe oder mir die Fackeln ausgehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber natürlich nehme ich erstmal alles mit, was ich hier finde. Kohle, 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 hey. Wasser nervt mich. Okay, mal gucken, was hier hinten noch so alles ist. Oha, die Höhle ist wirklich riesig. Okay. Hier komme ich mal mit einem größeren Fackelvorrat her. Ich bin natürlich auch gespannt, was der Frost für mich gebaut hat. Deswegen... Dann legst du dir an einen Richter. Zu meinem Turm? Ja. Hör auf, Trichter dazu zu sagen. Das ist vollwertiger Turm. Mach jetzt einen Waypoint dahin. Vollwertiger Trichter. Das ist gemein. Oh, du... Rain turned off? What? Warum tust du das? Regen. Ja, das denke ich mir auch immer, wenn Sonntag eigentlich schönes Wetter sein soll und es schifft einfach mal brutal. Ich wünschte, da gibt es auch so einen schönen Dann Knopf. drückst du einfach E, gehst ins Inventar und drückst Rain Turn Off. Das kann ich Oder leider nicht. öffnest den Chat und schreist Toggle Down Fall. Genau. Ich mache dann meinen Real-Life-Chat auf.